Pollatebe befindet sich heute in Frastanz, auf dem Generationenpark, mitten im Frastanz. Wir haben uns vorgenommen, heute drei hervorragende Spielräume in Vorarlberg aufzusuchen. Der Generationenpark in Frastanz, der Spielplatz bei der Volksschule Hohenems-Markt und ein Spielplatz, ein Wasserspielplatz in Hart. Zudem noch ein Jugendraum, ein Jugendrückzugsraum, ein Jugendspielraum in Dornbirn, mitten im Zentrum der Stadt. Mit mir dabei ist heute Barbara Bohle, Spezialistin für Spielräume, Spielplätze vom IFS. Und wenn wir jetzt gleich hier sind im Frastanz, möchte ich Sie doch gleich fragen, was ist denn das Besondere an Generationenpark in Frastanz? Ja, wie der Name schon sagt, es ist ein Generationenpark. Das heißt, es gibt attraktive Angebote für ganz Kleine, für die Kleinkinder. Da haben wir den Sand-Wasser-Bereich. Aber es gibt eben auch Angebote für Kinder zwischen 8 und 10 bis hin zu Senioren. Wenn man sich hier beim Spielplatz umschaut, es gibt eigentlich keine wirklichen klassischen Spielgeräte, bis auf eine Schaukel. Alles andere sind so Korbschaukeln, auch behindertengerecht in meinen Augen, oder? Also der Platz ist auch behindertengerecht, das heißt, man kann mit dem Rollstuhl oder aber auch mit Kinderwagen natürlich gut zufahren. Es gibt kaum diese traditionellen Spielgeräte, weil Kinder freuen sich einfach auch, wenn sie Sand, Wasser, Steine haben. Das ist für viele Kinder schon sehr attraktiv und wir gehen ja auch ein bisschen davon weg, Plätze über zu möblieren, hin zu naturgestalteten Plätzen, und da ist dieser Platz in Frastanz ein ganz besonders gutes Beispiel. Frau Bohle, wir sind jetzt hier beim Kinderspielplatz, beim Schulspielplatz, bei der Volksschule Markt. Was ist denn das Besondere an diesem Spielplatz und welche Aspekte wurden hier berücksichtigt und umgesetzt? Also erstens das ganz Besondere ist, dass das ein öffentlich zugänglicher Schulhof ist. Das ist ja sehr selten im Land, dass die Schulhöfe für jedes Kind immer und jederzeit zugänglich ist, also auch außerhalb der Ferien. Das Zweite ist, dass hier die Kinder sehr viel mitgeholfen haben, mitbeteiligt waren und auch die Eltern und Lehrer und der Direktor. Die haben hier zum Beispiel 400 Buchen gepflanzt, also das war eine super tolle Aktion, die hier stattgefunden hat. Dann gibt es hier einen Platz, der ist asphaltiert, da können die Kinder Fahrrad fahren, skaten, da können Feste stattfinden. Es gibt dann Spielinseln, wo verschiedene Bewegungsangebote installiert worden sind, und was auch ganz besonders schön ist, finde ich, es gibt ein sogenanntes Freiluft-Klassenzimmer. Das heißt, es können auch Unterrichtsstunden draußen im Freien stattfinden. Barbara Bohle, jetzt sind wir hier in Hart am Sägenplatz, direkt an einem kleinen Bächlein, einen Spielplatz, den man sich so klassisch vorstellt, aber wie wir ihn davor gesehen haben, den findet man hier nicht vor. Was ist denn hier das Besondere an diesem Platz, der sich auch Spielplatz nennt? Also wir nennen das Spielplatz oder auch Freiraum, und das Besondere ist hier, dass der Bach renaturiert worden ist und somit jetzt schön zugänglich ist für die Kinder hier in der Gegend. Es gibt hier die Hauptschule, es ist dicht besiedelter Raum in Hart, und hier finden die Kinder einfach einen Platz vor, wo sie mit dem Wasser und den Steinen und der Natur quasi spielen können, und das nutzen die Kinder sehr gerne. Es ist gleichzeitig hier neben eine Wiese angelegt worden, also ein sogenanntes grünes Auge. Wir brauchen keine Möblierung hier, wir brauchen keine Schaukeln, keine Rutschen. Es ist einfach ein kleiner Ort, ein schöner Ort, wo Kinder sich gut austoben können und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Ja, das war dann unsere Tour durch drei hervorragende Spielplätze, unterschiedliche Spielplätze hier in Vorarlberg. Es gibt noch zahlreiche mehr. Sie sind auch, man findet sie auf den Gemeindenportalen, auf dem Landportal. Ich hoffe, Sie konnten sich einen kleinen Einblick machen, was unsere Spielplätze bieten, ob was für Sie und Ihr Kind mit dabei ist, und freuen uns darauf, Sie vielleicht dort auch einmal zu treffen. Danke, Barbara Bohle, für Ihre Zusammenarbeit. Danke auch, vielen Dank. Wiedersehen.